Boing, 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 boing. Ein fröhliches Miau. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkitekt Sandbox Modus. Wir legen auch wieder los. Ihr seht, wir bauen doch heute noch mal ein bisschen an unserer Lawine weiter, also an unserer Troika, wie er den Fachkreisen heißt. Denn ich habe mir überlegt, ich kann das Seeming noch mal optimieren und mir noch mal extra viel Geld, hoppala, aus der Tasche ziehen. Damit wir auf keinen Fall die Alpenwelt mit dieser Welt, mit diesem Geld fertigstellen können. Warum weiß ich das so genau? Naja, ich kann es euch sagen, nächste Folge haben wir null Geld. Wirklich null Geld. Ja, also nächste Folge werden wir das restliche Geld, was für bei dieser Folge noch übrig bleibt, komplett ausgeben. Denn ich habe schon die nächste Folge aufgezeichnet. Speedbild technisch. Und ich müsste die genauso wie diese Folge nur noch nachkommentieren, weil ich gerade hier mache. Deswegen kommt diese Folge auch am Sonntag, nicht am Freitag, weil ich bis jetzt noch keine Zeit gefunden habe, diese Folge nachzukommentieren. Verdammt! Es tut mir leid. Ich bin zeitmanagement noch ein bisschen schwierig. Ja, ich hatte aktuell mehr Bock auf mit Games Tycoon, was jeden Tag apropos kommt. Nur so hier am Rande erwähnt. So, ich laber mir auch hier schon wieder Nast ab. Ast, Ast, Ast. Ach Gott. Fängt das schon wieder. So. Was will ich sagen? Ach ja, wir müssen natürlich jetzt die Front heute noch machen. Ne, da war also Heck. Front ist ja da auf der anderen Seite. Und natürlich das Gebäude, wo ich letzte Folge noch von gesprochen habe. Das machen wir diese Folge. Das machen wir diese Folge fertig. Das machen wir wunderhübsch. Haben mir was überlegt. Oder auch nicht. Ich habe mir diese Folge eh ganz viele Sachen vorge. Wir machen diese Folge eh ganz viel, die, wo ihr doch gar nicht glaubt, dass wir diese machen. Das will ich auch noch nicht gar nicht sagen. Denn wir müssen machen, sind heute auf Problemlösungstour. Ja, da ich heute ganz viele Sachen baue, die ich vorher als großes Problem angesehen habe und die hoffentlich dadurch ein bisschen behebe. Eieiei, das wird geil. Das wird geil, diese Folge wird fantastisch. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon einen Ast ab. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich freue mich schon meinen Ast ab. Ich glaube, meine Stimme klingt heute so ein bisschen vergalkt. So ein bisschen gacke, ich weiß nicht warum. Liegt vielleicht daran, dass ich heute noch kein Bier-Intus habe, noch nicht mit 3 Promille aufnehmen. Ach, Spaß. Ich bin Anti-Alkoholiker. Ich weiß nicht, ist das dann Alkoholiker oder ist das dann nicht Alkoholiker? Ach Gott. So, da seht ihr wieder, ich muss wieder meine zittrige Hand anwenden. Oder zittrige Hand habe ich angewendet, damit das wunderschön ist. Dann habe ich gedacht, mach mal einfach noch kurz meine Fenster dran. Ging aber nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und dann Farbe. Und ihr seht, er hat eine ganz neue Farbe genommen. Er hat Rotton genommen, ja. Der Tigo hat gedacht, mal ein bisschen neue Farbe ist ganz geil. Bisschen neue Farbe ist ganz geil, deswegen machen wir das. Machen wir das. Machen wir super. Ist perfekt. Dann noch so zum guten Schluss noch ein paar Steinchen daran zügeln, damit es nicht so hässlich aussieht. Ne? Stein für Stein. Immer gut. Ne? Wenn man keine Ahnung hat, wisst ihr, gibt es nur eine Sache. Rockwork. So nämlich. Was noch? Ich rede mir schon wieder 5 Minuten einen Ast ab. Meine Stimme sagt langsam nein. Ich find's gut. Meine Nase sagt auch nein. Auch gut. Die Steine sagen auch nein. Auch gut. Nee, die sagen ja, das ist blöd. Was sagt denn sonst nein? Mein Stuhl sagt nein, der quietscht mir heute wieder einen rum. Ich liebe diesen Stuhl, der quietscht mir so gerne einen ab. Oh Gott. Eieiei, der quietscht immer. So. Ich dachte, man könnte jetzt hier einfach so ein paar Dinger kopieren. Also einfach mal so ein paar
Ist ja einfach mal so ein paar Fenster ran kopieren, aber geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Seht ihr? Sieht super hässlich aus. Das heißt, Schlussfolgerung. Was müssen wir machen? Genau, ihr habt's erahnt. Der Tigo baut ein Fenster. Der Tigo baut wieder ein Fenster. Tigo baut ein neues Fenster. Jawoll hier, jawoll. Der Tigo hat sich wieder die Fenster rangenommen. Neues Fenster wird gebaut. Zack, zack, zack. So schnell geht der KP, so schnell geht ein Fenster, ne? So schnell geht P, so schnell geht Fenster, Peter. Hier, Fenster. Ne? Kasten, Blumenkasten ran und fertig. Damit sind wir auch schon im dritten Lied. Der Teil der Folge ist schon um. Sehr nice. Ich habe mir schon Wein abgelabert. Dann noch ein paar Lampen ran. Und wunderbar ist fertig. Haus. Nein, vorne. Vorne muss noch Fachwerk hin. Alles klar. Knall mal Fachwerk ran. Ja, auch noch. Alles klar. Solche noch. Hab verstanden. Mach nochmal solchen Freihand. Sehr schön. Kommt da vorne auch noch ein solchen? Nein, erst Farbe, finde ich gut. Farbe ran. Farbe, da muss noch eine Säule. Sehr schön. Danke. Und perfekt. Fertig ist die Kiste. Hinten noch Fenster. Nee. Nee, 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 doch nicht, doch. Ah. Der Tigo ist besoffen, kann ich die richtige Höhe nehmen? Alles klar. Alles klar, ist wirklich so. Das ist eine komplett andere Höhe, werdet ihr gleich feststellen. Das habe ich beim Bau nicht bemerkt. Ist mir später erst aufgefallen. Blöd. Aber ist halt so. Lampen wieder ran, zack, zack, zack. Etwas mittig über das Ding hauen, so. Ja, kann man lassen. Dann noch hier kurz eine Wand vor, damit man da nicht direkt so reinguckt, hier, wie die Fenster von hinten aussehen. Optimal und damit ist das Gebäude fertig. So, dann jetzt weiter hiermit. So, jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Was baut der Tigo da? Der baut da irgendeine Stufe und irgendeine Plattform. Ja, komm mal näher ran, damit ich mich ein bisschen mehr entspannen kann, ne? Also, was mache ich da? Das kann ich euch ganz klar, ganz einfach sagen. Also, ich habe mir überlegt, dass wir viele tausende Euro für ein Operator-Pult ausgeben. So, jetzt, die sich mit der Freizeitpark- und Kirmes-Szene nicht gut auskennen, übersetze ich das mal kurz. Ein Operator-Pult oder Operator-Häuschen ist das Häuschen, wo der Mensch sitzt, der das Fahrgeschäft bedient. Also, wo er seinen Tisch hat mit den Knöpfen, wo er das Fahrgeschäft startet und beendet und hast du nicht gesehen. Und ich habe mir gedacht, genau das baue ich, weil ich wusste nicht, was ich da sonst hinbaue. Ich habe noch nicht geprüft, ob das Lichtraumprofil technisch passt, also ob die Gondeln vorbeifliegen oder da durchfliegen. Das habe ich noch nicht getestet, da ich Angst hatte, Geld zu verlieren. Weil durch meine etwas hohen Kredite haben wir etwas viel hohe Zinsen. Ich weiß nicht warum, aber warum mache ich denn immer so häufig, fällt mir gerade auf. Na egal. Nein, Tigo, nicht. So. Ne, deswegen haben wir ein paar hohe Kreditausgaben. Und mache dann nicht mehr so viel Minus. Nicht mehr so viel Plus, Minus. Mensch, Tigo. So, was mache ich jetzt gerade? Ich muss hier die Pfosten abändern, weil die vorher da tief reingeragt haben. Die müssen wir abändern, damit das nicht mehr so tief reinragt. Dann sieht es besser aus. Jetzt kommt das Pültchen innen drin. Das hat ein bisschen länger gedauert als gedacht und ein bisschen mehr Geld gekostet als gedacht. Aber kein Stress. Kein Stress. Ja, kein Stress. So, dann muss ich mir irgendwie ein Pargitec, das eigentlich nicht dafür gedacht ist, soll kleine Dinger zu basteln, irgendwie Knöpfe basteln. Damit das besser geht, habe ich meinen Mod mal wieder die Construction Anarchie ein bisschen kleiner gestellt. Ne? Und deswegen passt das auch mehr. Ne? Deswegen tut das auch mehr passen. Ne? Wunderbar.
Ja. Ich weiß nicht. Ach so, was ich da gerade probiert habe, ist, ist ein Bildschirm zu bauen. Hat mir aber nicht so gefallen, das muss ich dann irgendwie anders lösen. Habe ich hier mit diesen Holzflocken gemacht. Sieht ganz gut aus. Ich habe auch gleich noch eine andere Alternative gefunden. Ich lasse ihn aber trotzdem. Sieht man eh nicht, also egal. Ne? Dann habe ich hier so ein paar schöne Zäunchen gefunden. Ich habe mal gedacht, die plätten ich mal raus für später. Vielleicht braucht man die ja. Ne? Und dann habe ich diesen Fastfood-Counter gesehen. Mensch, habe ich mir gedacht, das sieht doch geil aus. Ne, ist zwar Fastfood-Counter, ist aber ein Bildschirm. Und dann habe ich diese Scheißpult gefunden und ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert, weil ich so mit mühevoller Kleidsarbeiter dieses Scheißpult gebaut habe. Dann habe ich mir gedacht, leck mich, baue ich das noch so zwischendurch, weil das gibt es auch bei manchen Attraktionen in Freizeitparks, dass so dieses, so ein Operator-Pult, so ein Pültchen zwischendurch mal drin platziert ist, damit die mal zwischendurch ein Knöpfchen drücken können. Ja, Bügel verschließen manuell dort und hast du nicht gesehen. Nee, genau. So, damit sind wir auch schon im letzten Drittel dieser Folge, glaube ich. Genau, das heißt, langsam sollten wir dieser Attraktion den Rücken zukehren und etwas Neuem anfangen, wonach ich auch diese Folge, glaube ich, benenne. Ne, halt das Türchen. Das Tür, die Tür vergessen. Die Tür vergessen, die Tür gemaked und jetzt geht's zu meiner großen Baustelle und meinem riesigen Problem, was ich bis jetzt hatte, weil ich aber diese Folge lösen konnte. Genau. Nein, noch nicht ganz, noch ein bisschen Supportarbeit. Supportarbeit, alles klar. Ja. Muss ich mir mal ganz kurz. Mir und Abroy spawn. So. Also, Supportarbeit noch kurz und dann kann ich schon mal, ich fange schon mal an, ein bisschen abzuschweifen mit dem, das seht ihr ja, was ich da mache. Deswegen kann ich schon mal ein bisschen rumschweifen. Also, wir haben ja das riesige, noch zwei riesige Gebäude vor uns, ne? Zwei riesige Gebäude vor uns, die ich noch nie angefangen habe zu bauen. Einmal die Station der Bobbahn. Ja, und einmal die Station der Sommerrodelbahn. Ja. Und ich habe ja bis jetzt immer mehr stark dagegen gewehrt, deswegen ist ja auch die Artenwelt noch nicht so, ist da noch nichts an der Bobbahn gebaut worden und an der Sommerrodelbahn, weil ich mich bis jetzt immer stark dagegen gewehrt habe, da irgendwas zu machen, weil mir die Idee gefallen, Ideen gefehlt haben, so eine riesige Station zu verkleiden. Ja, ist mir einfach nicht eingefallen. Ne, ich kann ja nicht da nur einfach Fädchen hinnehmen, sondern super. Ne, das geht halt nicht. Ne, Tigo reicht auch mitfahren, man muss nicht über drei mitfahren, weißt du. So, ganz kurz nebenbei. Passt dann. So, und dann geht's hier los, ne, hier bei euch jetzt rum. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen umändern, damit's passt. Denn ich habe mir jetzt überlegt, ich weiß jetzt, wie ich das Ganze fix, wie wir das Ganze machen, ne, so nämlich. Ne. Denn ich habe mir diese Folge Gedanken gemacht, wie wir das Ganze beheben könnten, dass das passt. Ne, erstmal riesig hier auf zweiter Stock erweitert, wunderbar, ne, und dann kam mir die zündende Idee, nämlich, bevor ich jetzt zu viel Spoiler, jetzt seht ihr es, glaube ich, ne, ihr seht es noch nicht ganz, ne, doch, jetzt seht ihr es, wir machen einfach aus einem großen Gebäude, ein Kulissengebäude mit ganz vielen kleinen Frontgebäuden, so einfach. So einfach, die Idee ist mir dann toll eingefallen. Wir machen das auch noch, diese Folge Rohbau zumindest. Und dann werden wir übernächste Folge eröffnen. Warum werden wir übernächste Folge eröffnen? Kann ich euch ganz klar sagen. Weil wir das Budget nicht haben, weiterzubauen. Ja, ich schaff's mit 2,8 Millionen, diese Alpenwelt nicht fertig zu bauen. Surprise, Motherfucker. Es ist zu teuer, was ich hier... Es ist zu teuer, weil ich mir überlegt habe. Alles zu teuer. Ich bin zu detailreich. Ich bin zu detailreich. Ich habe schon, ich weiß nicht, wie viel haben wir ausgegeben. Ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das kann ich ja grob schätzen. Ne? Grob kann man das schätzen. Grob kann man das ja schätzen. Warte, ich versuche mal kurz grob zu schätzen, wie viel ich ausgegeben habe.
Oh, ich tipp mal. Auf was tippe ich? 40 Millionen, also 40.000 wirklich. Also ja, könnte sein, dass wir so viel ausgegeben haben. Ja, ungefähr könnte das hinkommen. Ich bin mir da nicht so sicher, aber das könnte passen. Das könnte passen. Also wir haben wahrscheinlich sehr viel Geld mittlerweile ausgegeben. Ne, sehr viel Geld. Ja, ich habe es im April letztes Mal aktualisiert, meine Preisbilanz. Also Preiskalkulation. Mittlerweile hat sich enorm viel getan. Das heißt, da wird ordentlich Geld hingeflossen haben. So, jetzt fragt ihr euch, was macht denn da? Warum hat der denn da jetzt so eine Kante da eingebaut? Das ist ganz einfach, das ist absichtlich, weil aus den richtigen Perspektiven denkt man, dass die Gebäude voneinander getrennt sind durch eine Gasse, durch eine schmale. Die aber eigentlich in das Kulissengebäude endet und somit das Problem behoben haben. Ihr seht auch, ich habe eine Toilette noch integriert, weil ich es wichtig fand, dass man auch in der Schweiz scheißen gehen kann. Ja, alles klar. So, dann habe ich mir noch überlegt, das können wir ganz gut vertuschen mit dem Baum. Jetzt seht ihr es nicht mehr. Außer oben, aus dem Sinn. Von hinten werden wir das noch ein bisschen mehr vertuschen. Ein bisschen Wände noch mehr anziehen. Und schwuppdiwupp, alles vertuscht. So, dann habe ich mir überlegt, die Eingangsbereiche müssen hier irgendwas Besonderes sein, damit man auch sieht, aha, da geht's rein. Deswegen habe ich mir hier gedacht, machen wir ein steileres Gebäude hin. So, deswegen kann ich mal schon mal die nächste Folge vorweggreifen, denn die nächste Folge, weil ihr seht ja, welche ich baue hier noch ein Dach und Dach und Dach und Dach. Deswegen möchte ich euch ganz kurz sagen, was wir nächste Folge machen, bevor es hier richtig zum Ende geht. Denn nächste Folge kümmern wir uns um die Bobbahn. Ja, kümmern wir uns großflächig um die Bobbahn, alles was die Bobbahn begehrt, also die Schweizer Bobbahn, also nicht nur Rodelbahn, sondern die links daneben jetzt. Dann werden wir Lackierungsarbeiten machen, neues Gebäude anfangen, die Station links liegen lassen, so gehört sich das. Und damit ist das letzte Lied auch schon fast vorbei, die letzten Minuten brechen an. Deswegen würde ich sagen, lasse ich euch jetzt mit der Musik alleine, lasse euch die letzten Sekunden alleine. Wir bauen nur noch das Dach hier fertig, ein paar Lackierungsarbeiten und dann ist auch durch. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und damit noch Tschüss und Miau. Ciao.